Nicht nur die Situation in den Geflüchtetenlagern, von denen wir in Griechenland im letzten Vortrag gehört haben, macht fassungslos. Fassungslos macht auch, wie viele Menschen immer noch jeden Monat im Mittelmeer ertrinken. Kai Echelmeier vom CI war vor Ort und erklärt uns im nächsten Vortrag, wie die aktuelle Situation aussieht und wie Rettungsmissionen im Mittelmeer ablaufen. Kai, wir freuen uns, dass du hier bist. So, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier diesen Vortrag halten zu dürfen über Seenotrettung im Mittelmeer und insbesondere über die Arbeit von der Seenotrettungsorganisation CI. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an die Organisatoren, vor allem an Ben und an Jan, die das hier möglich gemacht haben. Genau, kurz zu mir. Mein Name ist Kai Echelmeier, ich bin 26 Jahre alt und wohne in Bonn und bin seit einem halben Jahr für CI angestellt im Bereich Mitglieder und Ehrenamt. Also ich koordiniere die ehrenamtliche Arbeit für CI an Land und bin im September diesen Jahres zum ersten Mal auch selber mitgefahren auf eine Rettungsmission im Mittelmeer. Darüber werde ich im zweiten Teil meines Vortrages auch berichten. Im ersten Teil werde ich zunächst auf die Situation im Mittelmeer eingehen, auf die Lage auch in Libyen und vor allem politisch etwas erzählen und im zweiten Teil dann anhand von meinen persönlichen Erfahrungen berichten, wie ein Einsatz, ein Seenotrettungseinsatz im Mittelmeer genau abläuft. Genau, kommen wir zuallererst zur Situation auf dem Mittelmeer. Das Mittelmeer gilt schon seit Jahren als tödlichste Außengrenze oder zumindest tödlichste Meeresgrenze der Welt. Auch vor 2014 sind natürlich Menschen übers Mittelmeer gekommen und auch schon im Mittelmeer ertrunken. Es gab zum Beispiel 2012 zwei große Bootsunglücke vor Lampedusa. Nichtsdestotrotz sind die Zahlen seit 2014 sehr stark gestiegen und die Situation ist mehr und mehr eskaliert in den letzten Jahren. Seit 2014 haben wir mehr als 17.000 Tote zu verzeichnen. Andere Quellen sprechen von 20.000. Man muss davon ausgehen, dass die Dunkelziffer noch deutlich größer ist. Die Sache an der Stelle mit den Zahlen ist auch immer, dass das nicht bis zum Ende genau auszurechnen ist, weil eben leider viele Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, gar nicht registriert werden, weil sie niemand sieht. Die Reaktion ab 2013 von der Europäischen Union war die Marineoperation Mare Nostrum. Und mit dieser Marineoperation vom Militär hat die italienische Küstenwache 2013-2014 insgesamt über 130.000 Menschen im Mittelmeer gerettet und nach Europa gebracht. Nun wurden sie aber sehr alleine gelassen in Italien und sagten dann 2014, dass sie eine europäische Rettungsmission fordern und dass sie daher die Operation Mare Nostrum einstellen. Von der Europäischen Union kam leider nichts, sodass seit 2014 es gar keine Rettungsmission mehr im Mittelmeer gibt. Also man hat sich bis heute auf keine Operationen mit Rettungsauftrag einigen können und das bedeutet eben, es gibt Operationen im Mittelmeer, es gibt verschiedene Operationen gegen Schlepper etc., vor allem von Frontex, aber das sind mehr Operationen der Abschottung, es gibt keine EU-Mission aktuell mit einem Rettungsauftrag. Und deswegen haben sich ab 2014 verschiedene Rettungsorganisationen gegründet, die gesagt haben, das kann ja nicht sein, dass hier Menschen einfach ertrinken müssen, dass niemand zur Hilfe kommt. Und dementsprechend hat Michael Buscheuer unter anderem in Regensburg CI gegründet. Es haben sich viele andere gegründet, von denen ihr vielleicht auch schon gehört habt. Sea-Watch ist sehr bekannt, MOAS auf Malta, Proactiva, eine spanische NGO, Jugend rettet, das waren vor allem Jugendliche, junge Studenten, die dort aktiv geworden sind. Und so haben sich sehr viele verschiedene NGOs gegründet, die eben dort in die Bresche gesprungen sind, wo Staaten versagt haben. Und damals ist man davon ausgegangen, dass man das vielleicht für ein halbes Jahr, vielleicht für ein Jahr macht, bis die europäischen Staaten sich endlich einigen können und eine Rettungsmission schicken. Heute müssen wir sagen, das war leider eine absolute Fehleinschätzung, weil bis heute die europäischen Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung zur Seenotrettung im Mittelmeer nicht nachkommen
und in den letzten Jahren sogar den NGOs noch immer größere Steine in den Weg gelegt haben. Das ist also die Situation, in der wir uns eigentlich aktuell befinden. Also seit 2017 wurde begonnen, die NGOs auf dem Mittelmeer zu kriminalisieren. Und vielen ist vielleicht der Fall von Carola Rakete, einer Kapitänin von Sea-Watch, bekannt, die 2019 mit der Sea-Watch 3 in einen italienischen Hafen einfuhr, weil seit Wochen seit circa 2 Wochen ihr ein sicherer Hafen verwehrt wurde und die Situation an Bord immer schlimmer wurde. Solche Situationen sind mittlerweile leider gang und gäbe, dass also NGOs tagelang vor der italienischen, vor der maltesischen Küste liegen und darauf warten, dass ihnen ein sicherer Hafen zugewiesen wird. Und wir sehen das später auch im zweiten Teil des Vortrages, wie eng und schwierig die Situation ist mit ganz vielen Geretteten an Bord und wie unmenschlich das eigentlich ist, diese Boote dort warten zu lassen. Das war der Fall von Carola Rakete, die dann festgenommen wurde, in Italien allerdings nach einigen Tagen auch wieder freigelassen wurde. Ein anderer Fall ist das Schiff Juventa vom Verein Jugend rettet. Jugend rettet, wie gesagt, war eine deutsche NGO von vor allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und mit der Juventa haben sie auch über 15.000 Menschen, meine ich, vor dem Ertrinken gerettet. Bis 2017 dann das Schiff Juventa festgesetzt wurde in Malta, und das ist es bis heute. Und bis heute läuft ein Gerichtsprozess auf Malta gegen die Kapitänin Pia Klemp und die 9 weiteren Besatzungsmitglieder, Juventa 10, bei denen ihnen Haftstrafen von bis zu 20 Jahren drohen. Allerdings, jetzt zieht sich das Verfahren seit 3 Jahren, wird das immer weiter verschleppt, weil wirkliche Aussicht auf Erfolg gibt es damit nicht, die NGOs zu kriminalisieren. Also ihnen Beihilfe zu illegaler Migration vorzuwerfen, ist einfach absurd und hat deswegen auch vor Gericht keinen Erfolg. Und deswegen hat sich vor allem Italien dieses Jahr eine andere Strategie überlegt und setzt NGO-Schiffe mittlerweile aus vorgeschobenen technischen Gründen fest. Die Alan Kurdi, eines unserer Schiffe von CI, war im April das erste Schiff. Wir hatten vorher über Ostern knapp 90 Menschen im Mittelmeer gerettet. Und 150, Entschuldigung, es waren 150 Menschen. Und nachdem wir einen längeren Standoff hatten und in Italien in den Hafen einliefen, wurden wir dann festgesetzt, angeblich, weil unser Schiff nicht sicher wäre. Das sind wahnsinnig absurde Begründungen, die dort geliefert werden. Also bei uns war es damals vor allem, dass wir angeblich zu wenig Toiletten hätten und außerdem, dass Müllversorgung oder also die Abfallentsorgung auf unserem Schiff nicht adäquat wäre für so eine große Anzahl an Menschen, die wir an Bord hätten. Da wird also argumentiert, als wären gerettete Passagiere. Allerdings seit den 1970ern, seit den sogenannten SOLAS-Verordnungen, ist ganz klar, dass aus Seenot gerettete Menschen nicht als Passagiere gelten dürfen, sondern es ist eine, und dass Schiffe auch nicht bewertet werden dürfen nach einer Anzahl an geretteten Menschen, die sie an Bord haben, sondern das ist eine Ausnahmesituation im Seenotfall. Und es steht ganz klar im internationalen Seerecht, dass man retten muss, wenn man Menschen in Seenot sieht, solange man nicht das eigene Schiff natürlich in Gefahr bringt. Und da gibt es dann ja auch keine Kapazität, dass man sagen könnte, ja, aber jetzt ist euer Schiff ausgelastet, jetzt müsst ihr die anderen Menschen ertrinken lassen. Und deswegen ist das eine absolut absurde Begründung von Italien zu sagen, für die Menschen, die wir retten, hätten wir nicht genügend Toiletten oder so. Also besser, diese Menschen müssen nicht ertrinken. So sehen wir das und so ist es natürlich auch logisch. Und andere Gründe, also anderen Schiffen, die dieses Jahr festgesetzt wurden, mittlerweile muss man leider sagen, sind fast alle NGO-Schiffe festgesetzt. Auch die beiden Schiffe von Sea-Watch, Sea-Watch 3 und Sea-Watch 4. Da wurde zum Beispiel unter anderem angemerkt, dass sie zu viele Rettungswesten an Bord hätten. Das war also einer der Gründe, warum das Schiff von Sea-Watch festgesetzt wurde. Und so gibt es ganz absurde Gründe, warum Schiffe festgesetzt werden. Und genau, aktuell sind
5 von 7 Rettungsschiffen, die im Mittelmeer im Einsatz könnten, festgesetzt. Während also weiterhin viele Menschen übers Mittelmeer fliehen und auch in den letzten Monaten wieder mehrere hundert Menschen ertrunken sind, werden Schiffe, die diese Menschen retten könnten, von Italien und auch mit Unterstützung der Europäischen Union festgehalten und davon abgehalten, Menschen das Leben zu retten. So ist also aktuell die Situation. Europa rettet nun nicht nur selber nicht, sondern Europa hält auch andere davon ab, Menschen zu retten. Nochmal kurz zu den Zahlen, Todesfälle im Mittelmeer. Wir sehen hier eine Grafik von 2014 bis 2020, wobei man dazu sagen muss, dass die Zahlen von 2020 jetzt nicht ganz aktuell sind. Mittlerweile sind wir leider bei über 1000 Toten. Diese Woche hatten wir, glaube ich, die 1111 Todesfälle erreicht. Und wir sehen hier aufgestaffelt die verschiedenen Routen übers Mittelmeer. Das ist die zentrale Mittelmeerroute, hier in hellblau. Die führt von vor allem von Libyen, Tunesien Richtung Italien, Malta. Dann die östliche Mittelmeerroute, vor allem bei Griechenland, und die westliche bei Spanien. Und wir sehen hier ganz klar, dass die Zahlen 2015, 2016 höher waren. Das ist allerdings mit großer Vorsicht hier zu genießen. Und zwar ist es zum einen so, dass man vermutet, dass 2020 weniger Todesfälle registriert wurden, weil eben weniger Schiffe im Einsatz waren. 2015, 2016, da war es noch so, dass es zwar keine europäische Rettungsmission gab, aber dass die Rettungsmissionen von Rettungsorganisationen zumindest noch unterstützt wurden von der Marine und von den staatlichen Institutionen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Es sind insgesamt, dadurch, dass Schiffe festgesetzt werden und so, sind 2020 viel weniger Schiffe im Einsatz. Es werden also weniger Menschen mit weniger Todesfälle registriert. Auch Corona hat da natürlich einen großen Einfluss gehabt. Auf der anderen Seite gehen vor allem deswegen die Zahlen zurück, weil insgesamt auch die Zahlen der fliehenden Menschen, die übers Mittelmeer kommen, zurückgegangen sind in den letzten Jahren. Und wenn man sich dagegen die Todesrate anschaut, da habe ich leider gerade keine Grafik zu, da gibt es aber mehrere Artikel und viele Berechnungen zu, die Todesrate ist in den letzten Jahren extrem gestiegen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass man die Überfahrt übers Mittelmeer nicht überlebt, die ist 2020 viel größer als 2015. Da konkrete Raten zu nennen, finde ich immer schwierig. Je nachdem, wo man schaut, findet man auch verschiedene Zahlen. Was einfach daran liegt, dass wir keine genaue Zahl haben von Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind. Eben weil es so schwierig ist, die zu registrieren. Und genauso haben wir auch keine genaue Zahl von den Menschen, die in Italien oder Malta ankommen, wenn die es aus eigener Kraft mit dem Boot schaffen. Die werden zwar häufig registriert, aber eben auch nicht immer. Und deswegen sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, beziehungsweise mit Sicherheit nicht exakt, aber leider muss man eben sagen, dass die Todeszahlen wahrscheinlich einfach deutlich größer sind. Und selbst wenn es nur die 1111 wären, die dieses Jahr gestorben sind, dann sind das immer noch 1111 zu viel. Jetzt wird häufig auch immer wieder in der Europäischen Union gefordert, bringt die Menschen doch zurück nach Libyen. Also CI und Sea-Watch, andere Organisationen, nochmal kurz zurückkommend, wir operieren auf der zentralen Mittelmeerroute. Das sieht man hier an den Todeszahlen. Die zentrale Mittelmeerroute ist die mit Abstand gefährlichste Route übers Mittelmeer. Und da kommen die Menschen meistens aus Libyen geflohen, sind entweder selber Libyer oder sehr häufig sind das Menschen aus anderen afrikanischen Ländern oder auch aus asiatischen Ländern. Und wenn wir die retten, dann hatte ich ja eben schon erzählt, dann steht im internationalen Seerecht, dass man Menschen aus Seenot retten muss. Und es steht weiterhin im internationalen Seerecht, dass eine Rettung oder die Rettung erst dann abgeschlossen ist, wenn man die Menschen an einen sicheren Ort gebracht hat. Und genau da ist der Punkt, Libyen ist kein sicheres Land. Es gab da schon 2012 einen ersten Beschluss des Europäischen Gerichtshofs, der sagt, Menschen dürfen nicht zurückgebracht werden nach Libyen. Denn die politische Situation in Libyen ist mehr als kritisch. Seit 2004 gibt es einen Bürgerkrieg und vor allem seitdem Gaddafi gestürzt ist,
gibt es keine wirkliche Regierung, es gibt verschiedenste Milizen, es gibt eine, also von der UN anerkannte Regierung, die aber nur in manchen Teilen des Landes Macht beherrscht. Es gibt den Militärgeneral Haftar, der auch einige Truppen um sich geschert hat und dann noch viele andere Milizen, und Libyen ist praktisch ein Failed State. Circa 1 Million Menschen in Libyen brauchen humanitäre Hilfe, und das Land ist in den letzten Jahren zu einem Transitland für Flüchtlinge geworden. Also man schätzt, dass es 250.000 Menschen sind, die eigentlich aus anderen Ländern kommen und sich gerade in Libyen aufhalten. Und die Lage, die dort beschrieben wird in Berichten zum Beispiel von Ärzte ohne Grenzen oder vom UNHCR, vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, die sind dramatisch, diese Berichte. Also es wird häufig berichtet von Mord, von Körperverletzung, von Vergewaltigung. Auf der Mission, auf der ich jetzt im September war, mit der Alan Kurdi, mit CI, habe ich mit einigen Menschen auch sprechen können. Es gibt sehr viele Menschen, die nach Libyen kommen, um zu arbeiten. Ihnen wird dort versprochen, dass es Arbeit gibt, und die gibt es tatsächlich auch. Viele Menschen gibt es, die dort in Libyen arbeiten. Allerdings gibt es keine Bezahlung häufig. Das heißt, sie werden dann mit dem Maschinengewehr vom Hof gejagt und haben mir erzählt, dass wer sich zu laut beschwert, der oder die wird dann erschossen. Und so ist also Mord, Körperverletzung, Vergewaltigung sind in Libyen an der Tagesordnung. Sehr viele Menschen befinden sich in verschiedenen Camps, und dort ist auch die hygienische Lage einfach katastrophal. Wer sich da genauer mit beschäftigen möchte, das findet man relativ schnell über Google, sehr viele Artikel dazu und Berichte von Ärzten ohne Grenzen etc. Das ist also eine Lage, die absolut inhuman ist und in die man keinen Menschen zurückbringen darf. Dennoch wird das, wie ich eben sagte, in der Europäischen Union gefordert und auch immer wieder getan, und zwar durch die Zusammenarbeit mit der sogenannten libyschen Küstenwache. Wie jedes Land hat auch Libyen eine Küstenwache, die dafür zuständig ist oder zuständig sein soll, Menschen in Küstennähe vor dem Ertrinken zu retten. Allerdings gibt es keine wirkliche Regierung in Libyen und daher auch keine wirkliche Kontrolle dieser libyschen Küstenwache. Und die arbeiten immer wieder mit Milizen zusammen, beziehungsweise es gibt auch Milizen, die Teil der libyschen Küstenwache sind. Dennoch wird sie finanziert durch die EU und auch ausgebildet teilweise durch die EU. Es gibt mehr als 10 Schiffe, die aus Italien mittlerweile an die Milizen übergeben wurden und die von diesen Milizen jetzt genutzt werden, um rauszufahren, um flüchtende Menschen aufzugreifen und sie zurückzubringen in das Bürgerkriegsland Libyen. Und das ist eben ein ganz klarer Bruch des Völkerrechts. Und um sich da selber die Hände also nicht schmutzig zu machen und selber das Völkerrecht nicht zu brechen, finanziert also die EU die Menschen, die das für sie tun. Wenn man sich da genauer mit beschäftigen möchte, kann ich das Video Sea-Watch gegen die libysche Küstenwache von Forensic Architecture, das ist ein Forschungsprojekt aus Großbritannien, sehr empfehlen. Nun kommen wir zu CI. CI hat sich 2015 in Regensburg gegründet, und zwar von Michael Buschheuer. Michael Buschheuer hat damals mit Freunden und Bekannten gesagt, wir können das nicht akzeptieren, dass hier Menschen ertrinken müssen, und deswegen, wenn Staaten versagen, dann springen wir eben ein und dann zeigen wir denen, wie das geht. Und genau, seit 2016 war CI mit bisher 3 Schiffen, bald sind es 4, im Einsatz und hat über 15.000 Menschen vor dem Ertrinken retten können. Dabei waren mehr als 1.000 freiwillige Helferinnen und Helfer auf See und an Land beteiligt. Also CI ist vor allem durch ehrenamtliches Engagement getragen. Die Organisation ist in den letzten Jahren immer größer geworden und mittlerweile gibt es auch einige Festangestellte. Und mittlerweile hat CI auch über 500 Mitglieder und ist somit die mitgliederstärkste NGO im Bereich Seenotrettung in Deutschland. Kommen wir kurz zu den Schiffen. Das erste Schiff, das 2015 dann von Michael Buschheuer und den anderen Gründungsmitgliedern erworben wurde, war die CI, ein ehemaliger Fischkutter. Man hat dann also sehr schnell Geld gesammelt, um dieses Schiff zu erwerben, um es mit den eigenen
zeitlichen und finanziellen Ressourcen umzubauen und ins Mittelmeer zu schicken, um dort Menschen zu retten. Und dieses Schiff war dann von 2016 bis 2018 im Einsatz, das erste Schiff. Das zweite Schiff, die Seefuchs, wurde 2017 dazu gekauft und war von 2017 bis 2018 im Einsatz. Also zeitgleich mit der CI. Zu der Zeit hatte CI zwei Schiffe im Einsatz. Allerdings wurde 2018 die niederländische Flagge, unter der die beiden Schiffe fuhren, entzogen und damit auch die Rechtsgrundlage für die Arbeit von CI an der Stelle. Und daraufhin hat CI sich dann entschieden, ein deutlich größeres Schiff zu kaufen, nämlich die Alan Kurdi. Die CI und die Seefuchs waren circa 25 Meter lang. Die Alan Kurdi ist 37 Meter lang, also ein deutlich größeres Schiff. Und dieses wurde dann auch nicht unter niederländischer, sondern unter deutscher Flagge registriert. Und seit 2018 ist CI mit diesem Schiff im Einsatz und rettet mit diesem Schiff Menschenleben. Und das ist auch das Schiff, mit dem ich im September auf Mission war. Das heißt, zu Alan Kurdi werden wir gleich noch einiges mehr hören. Und das vierte Schiff von CI, das wir bald sehen werden, ist die CI-4. Hierzu nochmal eine Extrafolie. Also auch mit der Alan Kurdi haben wir in den letzten Monaten immer wieder Probleme gehabt. Wie gesagt, wir sind dieses Jahr zweimal festgesetzt worden. Auch aktuell ist die Alan Kurdi in Olbia auf Sardinien festgesetzt. Und dementsprechend hat CI schon vor einem Jahr überlegt oder gemerkt, okay, wir brauchen eine Alternative, wir brauchen vielleicht ein noch größeres Schiff, bei dem es für die Italiener schwieriger ist, das festzusetzen. Und deswegen haben wir vor kurzem die CI-4 erworben, ein ehemaliges Versorgungsschiff, 55 Meter lang mit 650 Quadratmeter Decksfläche. Wir sehen das also hier, viel Platz. Dieses Schiff wird gerade in Norddeutschland umgebaut zum Rettungsschiff. Es werden vor allem Container drauf installiert für die Geretteten. Und so wird dieses Schiff umgebaut und soll dann ab Februar nächsten Jahres auch im Mittelmeer in Einsatz fahren. Und das ist also die Antwort von CI auf die Kriminalisierung und auf die vielen Steine, die uns in den Weg gelegt werden. Wir schicken ein größeres Schiff, weil es eben für uns alternativlos ist, die Menschenrechte im Mittelmeer zu schützen und weil es für uns eben keine Möglichkeit gibt, Menschen einfach ertrinken zu lassen und dabei zuzuschauen. In der Werft arbeiten gerade über 40 Personen gleichzeitig an dem Schiff. Insgesamt haben wir über 100 Helferinnen und Helfer, die uns bei dem Umbau unterstützen. Also auch hier eine große Säule neben den Menschen, die auf dem Schiff mitfahren, die Menschen, die in der Werft für CI arbeiten und das Schiff umbauen. Und außerdem gibt es bei CI noch sehr viele andere Engagierte, und zwar an Land. Und dazu jetzt vielleicht noch mal kurz, weil das natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, sich selber zu engagieren und weil über die Gruppe in Berlin überhaupt dieser Vortrag organisiert wurde. Also an Land engagiert sich CI durch die Lokalgruppen. Wir haben aktuell oder wir haben mittlerweile 20 Lokalgruppen in Deutschland vor allem, aber auch in der Schweiz, in Österreich, in Luxemburg und in Frankreich. Und diese Gruppen informieren vor Ort über die Arbeit von CI und über die Situation im Mittelmeer. Sie machen aufmerksam durch Demonstrationen etc. auf die schlimmen Umstände, nicht nur auf der zentralen Mittelmeerroute, sondern natürlich beteiligen wir uns auch an Demonstrationen gegen die Lage in den griechischen Camps etc. Und das Dritte, ganz konkret, sammeln die Lokalgruppen auch Spenden. Das heißt, sie unterstützen aktiv aus ihrer Stadt durch Spenden die Arbeit von CI im Mittelmeer. Wir sehen hier nochmal ein paar Bilder von Demonstrationen. Das eine Bild hier links ist, oder beide Bilder sind im Juni entstanden, als wir die Freilassung unseres Schiffes Alan Kurdi gefordert haben. Nun zum zweiten Teil meines Vortrages. Am Ende werden wir noch Zeit haben, auch in einem Q&A, dass ihr Fragen stellt, also natürlich auch gerne zum ersten Teil, aber den würde ich dann an dieser Stelle zur politischen Situation etc. jetzt erstmal
abschließen, auch wenn man da natürlich noch viel länger drüber reden kann, gerade auch über das, was in der Politik passieren sollte. Genau. Und jetzt zum konkreten oder persönlichen Erfahrungsbericht. Ich bin vor einem Jahr zu CI gekommen und je mehr ich mich beschäftigt habe mit der Situation im Mittelmeer, mit dem, was ich euch auch gerade geschildert habe, desto klarer wurde bei mir, für mich, dass ich eben selber auch auf einem Schiff mitfahren möchte und aktiv auch vor Ort was tun möchte. Nicht nur in Deutschland, nicht nur Menschen hier zu mobilisieren, sondern auch vor Ort konkret zu helfen. Und ja, dann hat sich das ein bisschen gezogen, aber im August kam dann ganz spontan die Zusage, im September mit aufs Schiff zu gehen und dann ging das alles sehr schnell. Wir sind von Köln gestartet hier mit Jonas und Joris, die mit mir auf Mission waren und sind nach Burjana in Spanien gefahren. Dort lag unser Schiff in der Werft. Ich hatte ja eben schon gesagt, im April wurde die Alan Kurdi zum ersten Mal festgesetzt. Da waren wir insgesamt 6 Wochen dann in Italien festgesetzt und mussten das Schiff danach nach Spanien überführen, um dort an dem Schiff nochmal Dinge auch auszubessern. Auch wenn die technischen Mängel, die Italien gefordert absurd waren, und die deutschen Behörden uns auch schon bestätigt hatten, dass unser Schiff eigentlich einsatzbereit ist, haben wir es trotzdem eben nach Spanien überführt, haben an dem Schiff gearbeitet und konnten dann Anfang September wieder ausfahren. So sind aber, mussten 4 Missionen ausfallen wegen dieser Blockade durch die italienischen Behörden. Und aber gut, Anfang September konnten wir dann wieder starten und hatten in Spanien auch eine Hafenstaatskontrolle, wo also die spanischen Behörden auch unserem Schiff die Einsatzfähigkeit bescheinigt hat. Wir kamen also in Burjana in Spanien an und hatten zumindest ein paar Tage noch dort, die Crew auch kennenzulernen und uns an das Schiff zu gewöhnen. Wir sehen hier nochmal die Alan Kurdi auch in der Seitenaufnahme, 37 Meter lang, ein ehemaliges Forschungsschiff und tatsächlich fast 70 Jahre alt. Also ja, ein altes Schiff und auch kein besonders schnelles Schiff. Die Alan Kurdi fährt 7 Knoten. Das sind also umgerechnet 13 km/h. Da könnte man also mit dem Fahrrad nebenher fahren. Und gerade deswegen sind für unsere Rettungseinsätze auch die Beiboote, die sogenannten RIBs, sehr wichtig. Das sieht man hier. Und zwar haben wir diese beiden Schlauchboote, Festrumpfschlauchboote, die sogenannten RIBs, an Bord und können die mit einem Kran zu Wasser lassen, um im Rettungseinsatz oder im Rettungsfall agiler zu sein. Die sind deutlich schneller, die sind deutlich wendiger und die können wir nutzen, um die Menschen aus dem überfüllten Schlauchboot oder aus dem Holzboot zu retten und auf unser größeres Schiff, auf die Alan Kurdi zu bringen. Sieht man hier noch das Schiffsinnere. Wir haben insgesamt 5 Wochen auf dem Schiff verbracht und das war in der Zeit auch unser Zuhause. Haben in kleinen Kabinen jeweils zu zweit übernachtet und man sieht hier unseren Aufenthaltsraum, den wir auch zum Essen, für die Mahlzeiten und für Besprechungen etc. genutzt haben. Unten sieht man Vera, unsere Köchin, eine wahnsinnig ja, große Aufgabe für 20 Personen 5 Wochen lang zu kochen. Und als wir dann Menschen gerettet hatten, waren es natürlich noch deutlich mehr. Sodass ich da wirklich großen Respekt vor habe. Genau, Vera ist aber nur eine Person aus der Crew. Insgesamt waren wir 20 Personen. Die Alan Kurdi ist auch genau für 20 Personen ausgelegt oder also offiziell registriert. Und diese Crew besteht immer aus zum einen professionellen Seeleuten und zum anderen ehrenamtlichen Helfern. Wir haben an Bord der Alan Kurdi 8 professionelle Seeleute, also Kapitäne, Offiziere und Matrosen, die wir von CI auch bezahlen, um das Schiff zu lenken. Das ist bei diesem großen Schiff eben gar nicht mehr anders möglich. Und zusätzlich haben wir dann aber 12 Freiwillige an Bord gehabt, die in verschiedenen Positionen vor allem für die Rettungseinsätze verantwortlich waren. Wir haben also ein medizinisches Team, wir haben die Köchin, wir haben auch ehrenamtliche Maschinisten, wir haben die Personen, die die Beiboote fahren, wir haben ein Medienteam oder ein Medienkoordinator, der die Rettung und alles möglichst genau dokumentiert. Und meine Position war Menschenrechtsbeobachter. Ich habe also während der Mission und nach der Mission Berichte geschrieben über die Rettung, über die Menschenrechtslage, über
die Situation auch, in der sich unsere Geretteten befinden. Und habe dementsprechend ja sehr viel mitgeschrieben und dokumentiert. Hier sehen wir nochmal kurz die vermutlich zwei wichtigsten Personen auf dem Schiff, unseren Kapitän Joachim und unseren ersten Offizier Josh, die beide voll hinter der Arbeit von CI stehen und die Seenotrettung voll unterstützen. Was für uns natürlich sehr, we sehr wertvoll ist, wenn auch die professionelle Seecrew hinter dem Ganzen steht. Und genau. Hier links sehen wir unser medizinisches Team. Ben und Thomas. Dann sehen wir hier einige von unseren Matrosen aus Ghana, aus Spanien und aus Deutschland. Unseren Medienkoordinator Joris. Genau, und so waren wir eine bunt zusammengewürfelte Crew aus 20 Personen aus 5 verschiedenen Ländern und haben die Zeit im Hafen genutzt, die ersten Tage, die wir hatten, um uns kennenzulernen erstmal. Wir kannten uns vor der Mission nicht oder nur wenige von uns kannten sich untereinander. Und aber vor allem auch, um Trainings durchzuführen, um uns aus dem Hafen heraus vorzubereiten auf das, was während der Mission passieren könnte, um vor allem auch für den Worst Case gut vorbereitet zu sein. Sehr wichtig ist zum Beispiel, unten links sieht man das, dass das Kranen sehr gut funktioniert, also dass, wenn wir ein Boot in Seenot sehen, dass wir dann unsere Beiboote auch sehr schnell zu Wasser lassen können und dementsprechend wirklich schnell zur Hilfe kommen können. Und nachdem wir dann also noch 5 Tage im Hafen waren und uns sehr gut vorbereitet haben und aufeinander eingestellt haben, sind wir dann also ein paar Tage später gestartet. Und ich hoffe, man kann jetzt hier meine Maus sehen. Wir sind gestartet von Buriana bei Valencia, sind dann an Mallorca vorbei, sind an Sardinien vorbei und zwischen Tunesien und Sizilien durch, runter ins zentrale Mittelmeer. Und der Bereich zwischen Libyen und Italien, den wir hier sehen, das ist eben genau das zentrale Mittelmeer, von dem ich schon erzählt hatte. Und auf der Karte kann man dann auch relativ schnell sehen, warum das die gefährlichste Route über das Mittelmeer ist, weil die Distanz einfach so wahnsinnig groß sind. Das sind über 200 Kilometer und das ist eine Strecke, die man mit einem überfüllten Schlauchboot, mit einem Holzboot oder also instabilen Holzboot oder so, wo manchmal nicht mal genug Benzin vorhanden ist, schwer überqueren kann. Und deswegen sind wir genau an den Stellen eben im Einsatz, um die Menschen, die dort in Seenot geraten, zu retten. Die Überfahrt von Spanien bis dorthin hat 6 Tage gedauert, eben weil das Schiff nicht so wahnsinnig schnell ist. Wir sind Tag und Nacht durchgefahren, das heißt, man teilt sich dann im Alltag, der sich nach ein paar Tagen einstellt, auch die Schichten auf. Man hat mal eine Nachtschicht, man hat auch mal tagsüber eine Schicht und alle helfen beim Kochen, Putzen, Waschen etc. Als wir dann im Einsatzgebiet ankamen, also zwischen Italien und Libyen, haben wir uns aufgeteilt und Wachschichten gemacht, haben mit dem Fernglas also durchgängig Ausschau gehalten, tagsüber zumindest, und versucht, Boote in Seenot zu entdecken. Das ist wahnsinnig schwierig. Das Gebiet ist, wie gesagt, sehr, sehr groß. Und man kann bei gutem Wetter vielleicht 5, 6 Seemeilen weit schauen mit den Ferngläsern. Und selbst dann sind eben die Boote, die man potenziell entdeckt, erstmal nur Punkte am Horizont. Und die auch von Fischerbooten etc. zu unterscheiden, das ist nicht einfach. Deswegen ist es häufig so, dass wir einen Notruf bekommen und dass wir auf einen Notruf hin in den Einsatz fahren oder zu dem Boot, das in Seenot ist. Also das passiert eigentlich häufiger, als dass Boote wirklich mit dem Fernglas entdeckt werden. Diese Notrufe funktionieren per Satellitentelefon. Also es gibt immer wieder Boote, die auch ein Satellitentelefon dabei haben. Es gibt aber auch häufig Boote, die diese Möglichkeit nicht haben und dann können die auch keinen Notruf absetzen natürlich. Und genau. Wir haben die Überfahrt dann noch genutzt, um auch auf Hochsee, das sieht man unten auf den beiden Bildern, auf hoher See nochmal unsere Manöver zu trainieren unter den richtigen Bedingungen quasi. Und genau. Man muss aber sagen, dass wir eben ohne Probleme 7 Tage rüberfahren konnten und eine entspannte Überfahrt eigentlich hatten, bei der wir natürlich schon angespannt waren und uns auch vorbereitet haben.
aber das ist eben nichts im Vergleich zu den Menschen, die parallel quasi vom anderen Ufer gestartet sind. Und da habe ich jetzt ein paar Bilder zur Flucht übers Mittelmeer, die, wie gesagt, seit 2014 über 20.000 Menschen nicht überlebt haben. Wir sehen hier zwei Boote von denen, die wir gerettet haben. Also am 19. September haben wir in insgesamt drei Rettungen 133 Menschen retten können. Das erste Boot, das wir fanden, war das, was man unten auf den beiden Bildern links sieht, ein überfülltes Schlauchboot. Ich finde, man kann das hier auf den Bildern nicht mal erkennen. Es waren 90 Personen, die in dieses Schlauchboot gedrängt waren. Und dann haben wir zuerst diese Menschen gerettet. Als nächstes haben wir dann das Holzboot, was man oben rechts sieht, retten können. Da waren 24 Personen in diesem Holzboot und es lief wohl seit Stunden schon Wasser in das Boot. Und die dritte Rettung, alle eben am gleichen Tag, war dann bei Nacht. Die sieht man hier auf dem Bild oben rechts. Da haben wir nochmal ein Boot retten können und da waren 19 Personen drin, vier libysche Familien, sodass wir dann insgesamt 133 Menschen retten konnten. Es ist so, dass sobald wir eine Rettung durchführen und die Menschen auf unser Schiff bringen, ist die Alan Kurdi